Wenn es von jemandem mit so einer Einstellung, also einem AfD-Mitglied, der eben auch in Funktion ist, hergestellt wird, dann möchte ich das eben auch nicht kaufen. Und deshalb ist es gut, dass es hier einfach nicht angeboten wird. Ansonsten laufe ich ja Gefahr, dass ich es dann kaufe. Und AfD-Hirse will ich nicht essen. Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Sie möchte, dass die Waren von AfD-Menschen, ja, dort nicht verkauft werden. Und damit das einfach gar nicht passieren kann, dass sie das aus Versehen kauft, ist sie froh, dass die in diesem Geschäft nicht verkauft werden.